Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder auf meinem neuen Livestream auf meinem Kanal, und zwar Train Simulator 2021, mir dem Marcel LP Simulatoren Let's Plays. Heute zeige ich euch das schon lange herausgekommene, und endlich kann ich euch das auch in vernünftiger Qualität präsentieren, das neu erschienene oder schon lange im herausgekommene Add-on von Virtual Trucks, und zwar mitten durch Berlin mit der S25 von Teltowstadt nach Henningsdorf. Die komplette S25, nicht wie bei Berlin-Wittenberg früher oder bei Berlin-Leipzig, dass man nur den Teil von der S25 fahren kann. Früher war das ja nur von Teltowstadt bis Potsdamer Platz. Heute kann man die komplette S25 genießen von Teltowstadt nach Henningsdorf. Fahrzeit ungefähr eine halbe Stunde. Ich wünsche euch da viel Spaß. Und zwar fahren wir heute mit dem TTB BR 481 Paket diesen S-Bahn-Zuges von Train Team Berlin. Kauflink von beiden Add-ons sind in der Videobeschreibung zu finden, wer das möchte. Gestern ist nämlich auch ein neues Update erschienen für mitten durch Berlin S25, die Version 1.10. Und zwar wurden da einige Fehler behoben, auch dieses diesen Quick Drive-Fehler, und jetzt stürzt das Spiel auch nicht mehr ab im Quick Drive. Das ist schon mal ganz gut. Wir fahren heute von Teltowstadt bis Henningsdorf, Gleis 1. Vorher stand hier Gleis 101, und das war nämlich falsch, weil das konnte der Train-Simulator nicht ab. Jetzt ist das alles behoben worden, und ich wünsche euch da viel Spaß. Und ja, dann wir machen mal sommerlich bewölkt, wir machen mal nebelig, Regen, stürmisch, bedeckt. Wir fahren mal bei bewölkt. Und wir fahren um 12 Uhr. Wieder. Musste kurz die Post hat geklingelt. Deswegen konnte ich jetzt nicht sprechen. Was ist schon wieder los? Ich wünsche euch da viel Spaß, und ich sage jetzt nichts mehr, und ja, genießt die schönen Ansagen von Mozart, die Stimme von OMSI 1 und OMSI 2. Ich freue mich auch schon bald auf das Ansagen-Add-on von Fairsystem Soundboard, was im Januar rauskommt, 2021, für die Strecke mitten durch Berlin S25. Mit Originalansagen von Ingo Ruf, die Stimme der Deutschen Bahn. Hier muss ich mal ganz kurz in die Einstellungen und muss auf die Kameraoption und muss das ein bisschen vorziehen. Das sieht sonst nämlich ein bisschen doof aus. So, wir machen hier die Batterie an. Die stellt man hier an. Hier auf Batterie. Hier, Batterie. Quick Drive können wir uns Zeit lassen. Störung und Notbremse. Dann machen wir mal den Rucksack. Wunderschön. Und dann drehen wir den um. Dann können wir wieder den Hauptschalter umlegen. Speicherbremse lösen. Und dann ist
ist falsch. Ausstieg links. Nächste Station, Lichterfelde Süd.
Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Ostdorfer Straße. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Also die Ostdorfer Straße aus. Im Add-on, ich finde auch sehr in Full HD das Add-on oder 4K sieht das auch wirklich gut aus. Sorry. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr.
Ausstieg links. Nächste Station, Lankwitz. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Südende. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte.
Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Priesterweg, Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Ausstieg links.
Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. 2006, also bei der Fußball-WM.
Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg links. Nächste Station, Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Zurück bleiben.
Nächste Station, Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Kurze Information. Der Bahnhof, den wir jetzt einfahren, heißt Unterliedlingen. Weil 2006, wo die Strecke hier gebaut wurde, 2006 hieß der Bahnhof noch Unterliedlingen. Heute nennt man den Bahnhof, wie die Ansage gerade gesagt hat, Brandenburger Tor. Ausstieg links. Nächste Station, Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 5, 7, 75, zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Ausstieg links. Unterstützt wird das Add-on von dem historischen S-Bahn. Traditionsverein. Die haben das Add-on auch in Auftrag gegeben. Nächste Station, Oranienburger Straße. Ausstieg links.
Nächste Station, Nordbahnhof. Ausstieg links. Keine Zeit. Nein. Ja, ich habe nichts gemacht. Ja, weißt du was? Ist mir doch egal. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist so. Bin ich immer für alles zuständig. Interessiert mich auch jetzt nicht. Nächste Station, Humboldthain. Ausstieg links.
Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messe Nord ICC steigen bitte hier um. Passengers traveling to Messe Nord ICC, please change here. Ausstieg links. Nächste Station, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 8 und 9. Ausstieg links.
Nächste Station, Wollankstraße. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Schönholz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1 und 85. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf, zurückbleiben bitte.
Nächste Station, Alt-Reinickendorf. Ausstieg rechts. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Thank you.
Nächste Station, Eichborndamm. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf, zurückbleiben bitte. Nächste Station, Tegel. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ausstieg links.
Nächste Station, Schulzendorf. Ausstieg links. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Nächste Station, Heiligensee. Ausstieg links. Nun sind wir an der vorletzten Station vor Endstation Hennigsdorf. Ich sage schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal, schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes zeigen soll. Ja, nach dem Livestream könnt ihr euch das Video dann in voller Länge nochmal angucken. Ich entschuldige mich auch für die kurze Diskussion. Des Videos. Auf Näheres möchte ich jetzt nicht eingehen. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte.
Nächste Station, Hennigsdorf. Übergang zum Regionalverkehr. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ausstieg links. Ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.